So, liebe Leute, heute geht's weiter mit den Cops. Und wir machen heute. Ja, weiter. Wieder bei den Cops, klar. Haben wir doch irgendwas. Ach, gerade. Haben wir doch irgendwas Interessantes gerade mit den Cops? Ja, hat passiert. Wunderbar, machen wir das doch. Wir fahren heute mit dem Audi TTRS. Vorsprung durch Technik. Drei Worte, die sich Audi zum Motto genommen hat. Der TTRS besitzt einen Audi Space Frame aus Aluminium, der steif, stabil und unglaublich leicht ist. Er erhöht die Sicherheit und Agilität des Wagens und trägt zu geringerem Kraftstoffverbrauch bei. Na gut, auf geht's mit dem nächsten Teil von Need for Speed. Wir sollen heute wieder gucken. Oh, wir haben einiges. Nagelwand, Straßensperre, EMP, jeweils 4 Stück. Nur kein Helikopter, den kriegen wir noch nicht. Aber wir sollen auf jeden Fall gucken, dass wir so schnell wie möglich das Rennen gestoppt bekommen. 5 Verhaftungen, die uns vorgegeben werden, um das Ding auf Gold zu machen. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Also 3 sollten wir es mindestens schaffen, um dieses Event zu packen. Also, das ist nicht unbedingt immer Vorgabe, Gold zu fahren. Sagen wir es mal so. Weil wir, glaube ich, ein Event auf Gold haben, wo wir dann nicht so ein bisschen mal drauf kommen. Aber wir kriegen schon irgendwie hin. Komm, auf geht's. Jetzt mache ich das mal, ob ich am meisten Spaß habe, dass ich den Kopf. Alle Einheiten, wir haben eine Notfallsituation auf der Fairview Road. Ah, alles gut, ich bin mal schon irgendwie hier auf den Stopp, die Jungs. 3 Mann, die mich auch nicht mehr rausnehmen. So, da habe ich das hier jetzt. Oh, oh. Bitte. Das hier, dass ihr jetzt alle auf einmal seid. Nehmen wir mal kurz eben. Straßensperreinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Nehmen wir mal jetzt die Straßensperre als erstes. Wir schlafen Sperreinheit. Verkehrsunfall des 47 am unteren Standort. Der Audi hat aber richtig erledigt. Ich glaube, den wir voll packen. Also. Nagelwand einsatzbereit. Bestätige einsatzbereite Nagelwand an eurer Position. An alle Einheiten. Einsatz von Nagelwändern freigegeben. Ich jetzt gerade auf. Ganz genau. Straßensperre in Position vor euch. EMP aktiviert. Ziel wird erfasst. EMP hat das Ziel verfehlt. EMP hat das Ziel verfehlt. Achtung, alle Einheiten verfolgen vorbei. Over. Der nächste Datenstraßensperre zur Festnahme vor euch. So, den ersten haben wir auf jeden Fall erledigt. Das ist der Jager gewesen. Ich hatte das schon ein. Nee, 2 haben wir gewesen. Die Straßensperre wurde passiert. Verdächtiger weiter auf der Flucht. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Einsatz. Das ist EMP-Treffer auf jeden Fall gewesen, der Audi. Hatte Kontakt, mein Wagen ist beschädigt. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor euch. Straßensperre. So, weg mit dem Audi, das war er auch. Der hat die Löcher mit dem entsprechend. Straßensperre wurde durchbrochen. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. An alle Einheiten, Einsatz von Nagelbändern freigegeben. Ich wiederhole, die Nagelbänder sind genehmigt. Over. Hier Straßensperre an 1 sind vor offener Wandanweisung. Das wird ihm eine Lehre sein, sich mit dem SCPD anzulegen. Setze Verfolgung fort. Verstanden. Straßensperren einhalten direkt vor euch in Stellung. Wir haben noch 11 Kilometer Zeit. Fahrer in 57 mit Straßensperren versichert. Alle Einheiten zugreifen. Satellitenverbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Unsere Signale werden gestört. Sind auf Lichtkontakt angewiesen. Dann sehen wir auch noch schon mal, das Ding ist safe. Aber. Nicht mehr. Da. Ja, da habe ich keine Straßensperren mehr. Thank you.
Das war das Rennen, wir haben es wieder Gold. Verdächtiges Fahrzeug wurde gestoppt. Gute Arbeit, Officer. So, 3 Minuten 34 haben wir gebraucht, um das Ding komplett auf Gold zu fahren. Und wenn ich ehrlich bin, diese Aktivität, die machen wir am liebsten, weil dann kann ich auch richtig, habe ich aufgehoben. Aber gut, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wichtig, das ist das A und O, dass wir die Jungs gestoppt haben. So, was haben wir denn Schönes? Ja, 120.000 neue Belohnung, beziehungsweise neue Förderung. Wir haben ein neues Fahrzeug geschafft. Und wir haben einen Ford Shelby GT 500, wow. So, wir sagen schon mal, wir haben auf jeden Fall schon einige Gewinne auf Gold, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Das heißt, wir haben auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was zu tun. Hier ist noch eine Vorschau. Hier wäre noch ein Schnelleinsatz. Und hier wäre ein Interceptor High in the Sky. Und damit geht es wohl Richtung Helikopter, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Verfolgung, die höchste Unterstützungsstufe. Die Einsatzleitung ja, erlaubt, die Lufteinheiten anfordern zu können. Bei einer Verfolgung kannst du eine der Helikoptereinheiten um Hilfe bitten. Die Lufteinheiten versuchen, den Verdächtigen aufzuspüren und ihn zum Anhalten zu bringen. Die Helikopter sind mit Nagelbindern ausgerüstet, die sie vor einem flüchtenden Verdächtigen abwerfen. Die Einheiten haben nur begrenzt Treibstoff, sodass ihr Einsatz sinnvoll geplant werden muss. So, dann fahren wir den Shelby Mustang mal. Der Legende treu. Aber ohne Kompromisse. Die moderne Interpretation des klassischen Mustang-Erbes. Mit fließenden Linien und stark ausgeformten Flächen gelang den Designern von Ford das beinahe Unmögliche, diese Ikone noch muskelbepackter erscheinen zu lassen. Unter der gewölbten Motorhaube lauert eine fauchende Bestie, die zum Leben erweckt werden will. Erkenntnisse, die beim Bau des zum 40. Jubiläum erschienenen Shelby GT 500 KR gewonnen wurden, flossen in die Entwicklung des aufgeladenen 5,4 Liter V8 ein, der nun mehr Leistung und ein größeres Drehmoment bei geringerem Verbrauch aufweist. An der Front des Wagens befindet sich ein verbesserter Splitter und eine eingelassene Haube, die ihn vom normalen Mustang abhebt. Ja. Dann, schauen wir mal. Bringen wir das diesmal auf die Straße. Das zweite Event mit den Cops. So, wir haben drei Helikopter zur Auswahl für den Interceptor. Das heißt, Interceptor bedeutet, wir jagen ein einziges Auto, das wir irgendwie versuchen zu knacken. Ja, schauen wir mal. Weil ob ihr seht, ist wie gesagt das komplette Ding, was wir eben gerade schon gefahren haben, also das komplette Rennen. Aber da haben wir ja relativ easy innerhalb von 3,5 Minuten kurz das komplette Rennen aufgemischt. Und ich fahre die Dinge halt immer am liebsten, wenn ich ehrlich bin. Weil ich dann nur mich richtig austoben kann. Wenn ich bis vorhin mich auf einen konzentriere, konzentriere ich mich lieber auf alle. Officer, verfolge einen Audi TT in östlicher Richtung auf der Lakeside Avenue. Bestätige, Verdächtiger überschreitet alle Tempolimits. Benötige Unterstützung. Oh, was ein böser, böser Raser. Interceptor-Unterstützung ist auf dem Weg zu eurer Position. Verstärkungszentrale, Interceptor-Einheit im Feuer. Ich ziehe mich zurück. Interceptor, Luftunterstützung ist für die Dauer des Einsatzes genehmigt. Holt euch den Kerl. Ah, ja. Roger, Luftverfolgungseinheit leitet Einsatz ein. Scheiße. Verdächtiger ist in den Wald gefahren. So, jagt mir den Kerl. Ich kann ein bisschen ohne in den Zeit, ob er nicht da ausgespielt hat. Ich will auch nicht rein. Die Luftverfolgung bestätige Trefferverdächtiger, bewegungsunfähig. Was hat er nicht? Warte Kontakt, mein Wagen ist beschädigt. Helikoptereinheit in der Luft, erwarten Sie die Koordinaten. Halt um zwei hinterher. Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Alle Officer werden um Vorsicht gebeten. Ja, das ist mir schon klar, dass da noch ein Auto um die Ecke schleichen muss. Das ist die Verbindung unterbrochen. An alle Einheiten. Unsere Signale werden gespürt. Sind auf Kontakt angewiesen.
Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Kommunikation ist umgeleitet. Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt, seid vorsichtig. Verdächtiger ist jetzt im Tunnel. Ich hab ihn. Werde ihn jetzt festnehmen. Oh, dann haben wir Glück gehabt. Weil eigentlich sind wir unser eigenes Lager dann drüber. Aber ist egal. Verdächtiger wurde festgenommen. Bringt ihn rein zur Vorhöhe. 2 Minuten hätten wir brauchen müssen. Eine Belobigung haben wir zumindest gekriegt. Ja, 4-5 Sekunden weniger. Und dann haben wir Glück gehabt, dass wir da noch. Ja, ich habe am Anfang sehr viel verloren. Puh, Glück gehabt, dass wir den noch gestellt bekommen haben, weil sonst wäre ich über mein eigenes Lager geflogen. Ich bin nämlich drüber gefahren. Ja, jedenfalls haben wir einen neuen Rang. Und zwar sind wir jetzt Officer 2. Jedenfalls Rang 4 bei den Cops. Glückwunsch, Officer. Neues Fahrzeug. Das haben wir nur bekommen. Ein Gallardo LP564. Bei dem Schnelleinsatz. Jo, dann sind wir durch für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge schon wieder. Ja, es geht schnell mit den Cops tatsächlich. Wir haben es ja relativ easy hinbekommen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann geht's weiter mit den Racern.